Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Marla und hier geht es um meine persönliche Heilungsgeschichte von ME/CFS. Nein, ich bin noch nicht gesund, um das nochmal klarzustellen, sondern ich dokumentiere hier eben meinen Krankheitsverlauf, alle Dinge, die mir geholfen haben, Dinge, die mir auch nicht geholfen haben. Also dieser Kanal ist wie eine Art Tagebuch zur Heilung von ME/CFS. Ich habe es mir heute hier mit meinem Zistus-Tee oder auch Zistrosentee gemütlich gemacht und möchte euch heute mit in die Auswertung meines Neurostress-Profils nehmen. Ich habe nämlich zusammen mit meiner Heilpraktikerin meine Neurotransmitter checken lassen, also Serotonin, Dopamin, Adrenalin, den Cortisolspiegel, also so ein sogenanntes Neurostress-Profil erstellen lassen. Und ja, wir haben das letzte Woche ausgewertet. Ich habe jetzt auch einen neuen Therapieansatz bzw. einen weiteren Therapieansatz eben für diese Geschichte. Und ich dachte mir, es wäre einfach ganz spannend, dieses Ergebnis mit euch zu teilen, vielleicht auch einen Anreiz zu schaffen für euch, falls ihr sowas noch nicht gemacht habt. Weil ich finde es tatsächlich sehr, sehr hilfreich und in meinem Fall ist dieses Ergebnis sowas von aussagekräftig und ja, weißt du einfach Bescheid, wenn du das auch siehst. Und ich werde das auch jetzt hier einblenden gleich und ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich werde hier mal kurz den Bericht auf meinem Laptop öffnen. Ich glaube, ich muss mal den Tisch hier rüberstellen. Ach, ja, das ist angenehmer. Ja, viel besser. So, dann werde ich euch jetzt zuerst mal das Bild einblenden. Und da können wir ja schon mal sehen, einfach mal Adrenalin ist einfach mal krass im... Also warte mal, alle sind eigentlich im roten Bereich. Ja, das muss man schon mal zuerst sagen. Adrenalin ist super niedrig, Noradrenalin ist super niedrig, Dopamin und Serotonin auch, ne? Also habe ich ja gesagt, da weißt du halt auch schon Bescheid. Und dann sehen wir hier weiter unten bei den Cortisolwerten, dass halt abends bei mir der Cortisolspiegel sehr, sehr hoch ist, da wo er halt im Prinzip eigentlich abflachen sollte. Und ich werde euch jetzt mal hier kurz was zu der Beurteilung sagen. Erstens, wie bereits gesagt, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin sind erniedrigt. Der Serotoninspiegel ist vermindert. Im Cortisol-Tagesprofil Morgen- und Mittagwert im Normbereich. Der Abendwert ist leicht erhöht. Kompensatorisch stressbedingt? Fragezeichen. Ja, das wüsste ich auch gerne. Die typische Tagesrhythmik ist nicht gegeben. Ja, sehe ich auch so. Und da merkt man halt zum Beispiel auch, und das ist ja auch so ein Ding, ich komme ja morgens auch schwer aus dem Bett. Normalerweise ist es ja so, dass der Cortisolspiegel eben morgens am höchsten sein sollte, sodass man eben auch so ein gewisses Go kriegt. Und bei mir ist er halt morgens noch total im Keller und ja, baut sich dann vielleicht ein bisschen auf. Aber eben, wie gesagt, der typische Tagesverlauf, wie er eben sein sollte, ist halt nicht da. Und stattdessen steigt es bei mir am Abend nochmal so nach oben. Keine Ahnung wieso. Mir geht es abends ja auch immer schlechter. Kann natürlich sein, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, mein Körper einfach abgestresst ist oder ja, das weiß ich so auch nicht. ist auf jeden Fall nicht normal. Also die typische Tagesrhythmik ist nicht gegeben, aber der typische Konzentrationsabfall ist gegeben. Also die DHEA-Werte sind normgerecht. Ich werde euch jetzt heute mal ein bisschen mehr was vorlesen, statt einfach nur zu labern, weil ich nämlich wirklich diese Auswertung bzw. auch diese Erklärung von diesem Neurostressprofil sehr, sehr gut finde und ich das so in Worten eigentlich gar nicht besser wiedergeben könnte. Deswegen werde ich euch das heute einfach mal vorlesen, also einen Teil davon. Die neuroendokrine Stressachse des Menschen dient der Bewältigung aller physischen, mentalen, emotionalen oder psychischen Belastungen, die akut, vorübergehend oder länger anhaltend bis chronisch auftreten. Jede körperliche Aktivität, schon das Aufstehen aus der liegenden Position, absolut jede Form der physischen und psychischen Belastung, gleich ob sie als positiv oder als negativ empfunden wird, initiiert einen umfassenden Anpassungsprozess des Organismus mit Veränderung des Energiestoffwechsels, der Herz-Kreislauf-Aktivität, der Atmung, des hormonellen Systems und der Immunfunktion, verbunden mit gesteigerter Wachheit, Aufmerksamkeit sowie vegetativen Reaktionen.
All diese Anpassungsprozesse werden gemeinsam durch das zentrale hormonelle Stresssystem und durch das zentrale Nervensystem gesteuert, die beide intensiv miteinander vernetzt sind. Akuter vorübergehender Stress wird ohne bleibende Folgen bewältigt. Anhaltende Belastungen können jedoch zu erheblichen, dauerhaften Veränderungen auf physischer, psychischer, mentaler und emotionaler Ebene führen. Ja, ist jetzt ja soweit nichts Neues, aber es ist einfach nochmal, es ist doch einfach auch klar, ne? Also das ist, als ich das auch gelesen habe, war mir so logisch, wenn es alles so, so niedrig ist, diese ganzen Werte, ist natürlich auch klar, dass das ganze andere eben halt drumherum auch nicht funktioniert, wie hier Energiestoffwechsel, wie der Kreislauf eben mitspielt und so weiter. Also ist ja total logisch, ne? Und wenn diese Anpassungsprozesse vom Organismus, vom Körper einfach nicht so richtig stattfinden, weil da eben halt gar kein Adrenalin, Noradrenalin, gar kein Dopamin, gar kein Serotonin irgendwie freigegeben wird, also ja, ist ja irgendwie klar, dass dann alles nicht so richtig funktioniert. Entschuldigung an der Stelle, wenn ich das jetzt hier irgendwie laienhaft ausdrücken sollte. Nochmal, ich bin keine Ärztin oder so etwas in der Art, deswegen gebe ich das hier natürlich auch nur so weiter, wie ich das verstehe und so wie ich auch den Bericht und meine eigene Lage interpretiere. Hier wird auch nochmal erklärt, dass eben diese Reaktionsschwelle, also wie resilient ein Individuum ist, dass das halt eben wirklich individuell davon abhängt, was ein Mensch so erlebt hat und wie er halt eben persönlich aufgestellt ist, ne? Also es ist ja einfach so, manche Leute können mehr ab, manche weniger. Ich gehöre definitiv zu den Sensiblen, wie ich ja mittlerweile weiß. Genetische Unterschiede bestimmen zusätzlich die individuelle Anpassungsfähigkeit. Genau. Wir wissen ja, dass es bei Stress so ist, dass ein kurzzeitiger Stress völlig in Ordnung ist für den Körper und ausgeglichen werden kann. Und dass aber ein chronischer Stress eben zu krassen Krankheiten führen kann und dass eben der Körper dann auch einfach erschöpft ist, diese Neurotransmitter dann auch erschöpft sind. Und ich glaube, also beziehungsweise man sieht es ja, das ist halt auch wirklich, was bei mir passiert ist. Und dieser Satz hier, ja, zu den möglichen Folgen anhaltender, individuell zu hoher Stressbelastung zählen Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Depressionen, Angststörungen, Panikattacken, Burnout, Motivationsverlust, Müdigkeit, Erschöpfung, Fatigue bis hin zum CFS, chronischen Erschöpfungssyndrom. Bingo! MCS, Fibromyalgie, Migräne, Reizdarmsyndrom, Gedächtniseinbußen, Essstörungen, ja gut, der Zug ist bei mir schon durch, mit Gewichtszunahme bis zur Adipositas oder auch Inappetenz, erhöhte Neigung zur Suchtentwicklung oder auch Zyklusbeschwerden, PMS, Menopausenbeschwerden oder ADS, ADHS. Sie alle können durch mehr oder weniger weitgehende Veränderungen des ZNS-Aktivitätsniveaus, GABA-Glutamat-Balance, Mangel an Neurotransmittern wie Serotonin, Dopamin oder Noradrenalin, durch Veränderungen der Stresshormonachse mit überschießender oder mangelhafter Cortisolproduktion, ja, bei mir beides auch, bis zur funktionellen Nebennierenrindeninsuffizienz durch Verlust der Cortisol-Tagesrhythmik und Verlust der Koordination zwischen Hormon- und Nervensystem geprägt sein. Puh. Ja, also das spricht doch für sich einfach, ne? Und ich möchte an der Stelle nochmal eben auf dieses Thema chronische Stress zu sprechen kommen, weil ich habe es ja schon tausendmal gesagt, dass ich halt wirklich glaube, dass dieser chronische Stress einfach so ein heftiger, wie soll ich sagen, ja, einfach die Ursache im Endeffekt wahrscheinlich ist für ME/CFS und seine Freunde, weil Stress ist halt eben ja nicht nur Stress, oh, ich komme 5 Minuten zu spät zur Arbeit, sondern Stress ist so, 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 so viel. Wir müssen da im Prinzip unser ganzes Leben betrachten. Was haben wir erlebt? Gibt es Traumata? Gibt es dies, das? Krankheiten, Viren, bla, 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 das ist alles Stress, ne? Deswegen, man wird ja manchmal so angeguckt, ja, wie krank von Stress, so nach dem Motto, Stress ist ja nur, wenn man, keine Ahnung, eben irgendwie Zoff hat mit jemandem oder wenn man, keine Ahnung, aber Stress ist halt einfach so, so, so viel mehr. Und ich finde einfach so, was hier auch so beschrieben wird, ne, was so die chronischen Folgen von so einem chronischen Stress sind, ja, was da für eine Erschöpfung der Neurotransmitter passiert, wie alles außer Balance gerät, wie eben, ja, dieses ganze Zusammenspiel zwischen Nervensystem,
Hormonsystem und ja, wie das alles nicht mehr funktioniert. Das ist einfach so, so logisch. Und alleine dieser kleine Test, der ja trotzdem nur also eine Säule ist des Gesamtbilds hier, schon allein dieser kleine Test hat so viel Aussagekraft. Ja, ist krass, oder? Die mit Neurostress verbundenen neurochemischen Veränderungen wurden erst seit einigen Jahren vermehrt untersucht. Ja, weißt du auch Bescheid. Jetzt werden hier nochmal die Neurohormone erklärt, also Cortisol und DHEA und die Neurotransmitter, also Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin, Noradrenalin. Wieso kann ich das so schlecht aussprechen? Serotonin, also alle, die bei mir im Keller sind. Ja, kein Wunder, dass ich in der Kurve hänge wie so ein Schluck Wasser. Aber gut, die werde ich euch jetzt nicht vorlesen, weil es ist ja hier kein Biologie-Channel. Sehr interessant, aber das könnt ihr euch auch selber ja natürlich nochmal genauer durchlesen. Aber nochmal zu der Stressantwort. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist das, was ich gerade nochmal versucht habe, so ein bisschen zu erklären. Das möchte ich euch kurz noch vorlesen. Ja, weil es einfach so aussagekräftig ist. Während akuter Stress keine nachhaltigen Konsequenzen für das neuroendokrine Gleichgewicht hat, geht chronischer oder häufig wiederkehrender Stress mit generell erhöhtem Aktivitätsniveau der Neurostressachse einher. Die Steigerung der Nebennierenrindenaktivität äußert sich vor allem in höheren morgendlichen Cortisolwerten und insgesamt erhöhtem Tagesniveau. Der 24-Stunden-Rhythmus der Cortisolproduktion bleibt intakt. In gravierenden Fällen mit anhaltendem Stress und entsprechender individueller Disposition kommt es allerdings immer mehr zur Abflachung der Cortisol-Tageskurve mit verringerter Cortisolausschüttung bis eventuell zum Vollbild des Burnout-Syndroms mit fehlendem morgendlichem Cortisol-Peak. Weißt du Bescheid? Fehlender nächtlicher Regeneration, willkommen im Club, und durchgehend verminderter Tagesproduktion oder erst unter Tagesbelastung situationsabhängigem Anstieg. Ja. Es dominieren Zeichen der zentralen Blockade peripherer Anpassungsreaktionen bzw. Zeichen der Erschöpfung endokriner und präsynaptischer Hormon-Neurotransmitter-Speicher. Ist alles nichts Neues, ja, aber wenn ich dann einfach nochmal so zurückblicke, wie ich halt gelebt habe, ja, mit meiner Angststörung, mit meiner Panikstörung, in diesem krassen Druck und Stress, in dem ich gelebt habe, mit ich muss hier, ich muss da, mit meiner Essstörung und so weiter über Jahre hinweg. Klar, bei anderen Leuten mag das nicht direkt irgendwie zu einer Krankheit führen, ja. Die können das vielleicht länger aushalten, das ist dann auch nicht gesund, aber bei mir, wo ich mich ja wirklich zu den Leuten zähle, die einfach sensibler sind und die einfach individuell geprägt sind durch Ereignisse in der Vergangenheit, also die einfach eine Prädisposition haben für, sie also einfach anfälliger sind für Stress und solche Geschichten. Ich habe übrigens auch einen DNA-Test machen lassen, da ist auch was richtig Interessantes rausgekommen, muss ich euch auf jeden Fall auch noch erzählen. Ich muss sowieso noch Videos machen zu den einzelnen Themen Angst und bla bla bla. Wenn ich das jetzt einfach nochmal so reflektiere, ist es einfach in meinem individuellen Fall und ME/CFS ist bei jedem individuell, es ist eine individuelle Geschichte, wie es sich entwickelt. Ja, es ist einfach nicht bei jedem das Gleiche. Sehe ich das einfach so krass, dass natürlich mein Körper absolut abgefuckt wurde und absolut, ja, absolut einfach einen Shutdown hier erlebt hat und sich dachte, nee, Leute, also bei mir ist Ende im Gelände. Ist auch echt ein bisschen hart, sowas zu lesen, weil ich mir immer denke, boah, was habe ich mir angetan? Aber ja, so sieht es eben aus. Was ist jetzt mit dir? Was ist mit dir? Du läufst hier die ganze Zeit rum, man hört dein Getipse hier auf dem Parkett, es nervt einfach. Kannst du mal aufhören? Na komm, du altes Huhn. Ja, du nervst, dich meine ich. Schade, dass man immer erst im Nachhinein schlau ist, ich sag's euch. Hohe Cortisolwerte im Tagesverlauf können Zeichen einer primären Depression sein. Bestimmt war das bei mir auch so damals, dass ich halt am Anfang noch diese Symptome hatte, dass ich eher, ne, dass die ganzen Neurotransmitter komplett nach oben geschossen sind, dass ich quasi auf Dauerstress war und dass es immer hier oben war und dass es dann einfach irgendwann, als es wirklich zu viel war, als ich mich komplett runtergerockt habe, dann in diesen totalen Ausfall reingegangen ist. Aber ja, ich hatte definitiv auch eine Depression mal. Was hatte ich eigentlich nicht?
Auf Seiten des autonomen Nervensystems dominiert unter chronischer Belastung die zunehmende Hemmung der Serotoninproduktion mit wachsendem Serotonindefizit im zweiten MU. Was ist überhaupt MU? Das ist jetzt natürlich doof, dass ich das jetzt nochmal nachgucken muss. Was ist denn MU? Ich will jetzt wissen, was MU ist. Warum weiß ich das denn jetzt nicht? Ich weiß nicht, was das heißt, Leute. Ist das jetzt peinlich? Keine Ahnung, ich weiß gerade echt nicht, was das heißt. Zeiten MU. Das steht hier aber auch einfach nicht. Gut. Ja. Noradrenalin ist unter Belastung anhaltend erhöht. Bei übermäßigem chronischen Stress entwickelt sie jedoch auch hier ein wachsendes Defizit. Ja. Auch Adrenalin fällt ab, während die Urinkonzentration von Dopamin seltener nachhaltig verändert und nur in Extremfällen deutlich vermindert ist. Ausnahme ADHS. Ja, gut. Gemessen wird das übrigens, also ich habe das Speichel- und Urintest gemacht. Er hier. Macht er. Der Speichel- und Urintest, dann dreimal am Tag, ne, und dann kriegst du da eben halt diese Kurve. Wir sind wieder beim Thema Parasympathikus und Sympathikus. Die Aktivität des Parasympathikus, des wesentlichen Gegenspielers des Sympathikus und wichtigsten allgemeinen dämpfenden und antientzündlichen Wirkungsprinzips im Organismus ist neurochemisch, Neurotransmitter Acetylcholin, funktionell nicht messbar. Zur Beurteilung des Sympathikus-Parasympathikus-Gleichgewichts kann die HRV-Messung herangezogen werden. Genau, das mache ich übrigens auch. Ne? Also ich habe hier meine Apple Watch. Und dann habe ich diese App, kann ich den Namen jetzt nennen? Ich habe dann so eine App, wo halt eben, wo die Daten rein übertragen werden und wo man auch nochmal mit der App und dieser Uhr insgesamt quasi so eine Messungen machen kann. Und da bekomme ich auch eine relativ genaue Herzratenvariabilitätsmessung. Und die ist tatsächlich auch immer sehr stimmig zu dem, wie ich mich fühle. Natürlich hat die App jetzt nicht einprogrammiert, dass ich ME/CFS habe. Das heißt, manchmal kommt dann da schon raus, hey, du hast heute viel Energie. Aber das sehe ich dann halt einfach im Verhältnis. Aber das ist echt gut. Also HRV-Messung kann ich definitiv auch empfehlen. Machen bestimmt einige von euch. Genau. Bis zum fixierten Vollbild eines idiopathischen CFS mit Antriebsschwäche, Inappetenz, Empfindungsstörungen, MCS, Konzentrationsschwäche, Koordinationsstörungen, Gedächtnisstörungen, gehäuften depressiven Verstimmungen, Angstsyndrom und zu verstärkten Schmerzempfindungen wie Fibromyalgie oder Migräne, hier dominiert das Cortisol- und Serotonindefizit, eventuell gefolgt von Noradrenalin und Dopamin. Ja, also irgendwie scheint es ja einfach immer auch so zu sein, dass dieses, wie das so sagt, bis zum fixierten Vollbild. Ja, also die Endstation ist dann ME/CFS. Ja, sehe ich auch so. Trotzdem glaube ich, wir kommen da irgendwie raus. Ne? Und dann kommen wir jetzt gleich zum spannenden Teil, was ich jetzt dagegen mache. Die Behandlung der neuroendokrinen Funktionsstörung, Klammer Neurostress, basiert grundsätzlich auf der Restitution der Neurotransmitter-Level. Ja, beziehungsweise der Neurotransmitter-Wirksamkeit. Beginnt mit dem Ausgleich der Defizite, vorwiegend des Serotoninmangels, wird im weiteren Behandlungsverlauf die Wiederherstellung des Gleichgewichts aktivierender, also Noradrenalin, Dopamin, Glutamin und dämpfender Serotonin, GABA, Glycin, Taurin, Valenzen des neuronalen Netzwerks angestrebt. Ja, also ich bekomme jetzt so Präparate, die im Prinzip diese körpereigene Bildung dieser Neurotransmitter so ein bisschen unterstützen soll. Und zwar nehme ich da jetzt, ich kann es euch sagen, und zwar nehme ich zum einen ein Präparat, also ein Nahrungsergänzungsmittel ist das ja im Prinzip auch. Und dieses Präparat soll, so habe ich das mit meiner Heilpraktikerin auch besprochen, im Prinzip diese körpereigene Bildung dieser Neurotransmitter wieder unterstützen oder auch anregen. Und hier ist jetzt zum Beispiel drin L-Tyrosin, unter anderem N-Acetyl-L-Cystein, genau, Griffonia, L-Theanin, L-Tyrosin und nochmal so Vitamin C, B6. Genau, das ist das eine. Und dann haben wir das andere. Hier wird es spannend. Da ist dieses 5-HTP drin. Und 5-HTP ist ja sowas wie die Vorstufe von Serotonin.
Und ja, L-Theanin, grüner Tee, sowas ist hier nochmal drin. Genau. Klar, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt wäre, wenn man jetzt wirklich mit richtigen Antidepressiva rangeht. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre das nicht unbedingt was, ja, was hier die gewünschte Wirkung bringt. Zumal ich ja eh kein Fan davon bin, von gleich so fetten Chemiekeulen, sage ich mal. So wie ich das jetzt mit meiner Heilpraktikerin besprochen habe für meinen individuellen Fall, wäre es eben sinnvoll, den Körper wirklich in seiner natürlichen Produktion zu unterstützen oder eben auch in seiner Regeneration zu unterstützen, eben auch in Kombination auch noch mit Pflanzenstoffen, in Kombination mit den ganzen anderen Präparaten, die ich nehme. Und das macht für mich eigentlich relativ viel Sinn, weil ich nicht unbedingt glaube, dass wenn ich jetzt, ich sag mal, einfach ein Antidepressivum nehme, zum Beispiel so ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, was ja in den meisten Fällen verschrieben wird, dass das jetzt wirklich bei meiner ganzheitlichen Heilung helfen würde, weil das Bild ja einfach sehr komplex ist. Und zum anderen, wenn schon das Serotonin sowas von stark erniedrigt ist, weiß ich auch gar nicht, was kann denn dann überhaupt noch gehemmt werden? Ja? Also wenn die Wiederaufnahme gehemmt werden soll, aber es ist eh schon kein Serotonin da. Es macht irgendwie keinen Sinn. Ist nur meine Meinung oder nur mein Empfinden. Nochmal, ich bin keine Therapeutin. Aber ich sage es ja immer wieder, ME/CFS muss ganzheitlich behandelt werden. Und die Ursache des Problems liegt ja jetzt nicht nur darin, dass hier keine Neurotransmitter stattfinden, ne, oder ausgeschüttet werden, sondern das bedingt sich ja alles gegenseitig. Von daher glaube ich einfach, mit dem Antidepressivum wäre mir hier an der Stelle wenig geholfen. Und ja, ich versuche es jetzt eben mit diesen Präparaten, wo eben diese Vorstufen drin sind und wo eben diese unterstützenden Sachen drin sind. Ja, und dann werde ich euch berichten, ob das wirkt, wie das wirkt, ob ich irgendwas merke. Gut, es bleibt also spannend und wir warten mal ab, was jetzt ja, meine Therapie bringt, ob sie anschlägt. Ich bin da jetzt wie immer eigentlich positiv eingestellt. Und ich denke mal, in irgendwie 8 bis 12 Wochen mache ich dann noch meine Verlaufskontrolle. Und ja, dann denke ich, war es das eigentlich heute mit meinem Vortrag. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen oder ihr fandet das Thema spannend. Wie gesagt, so richtig was Neues ist es ja eigentlich nicht, aber trotzdem eben einfach, wenn man das dann noch mal näher betrachtet, sowas von spannend. Und so, es ergeben sich einfach immer wieder so Zusammenhänge. Und ich bleibe einfach bei der Meinung, ja, ME/CFS bleibt sowas von ein komplexes Gesamtbild, wo einfach chronischer Stress aus der Vergangenheit so eine immense Rolle spielt. Und ja, wenn wir das loswerden wollen, dann müssen wir eben hier auch ansetzen. In diesem Sinne, lasst mich gerne wissen, ob ihr vielleicht auch schon mal ein Profil habt erstellen lassen oder ob ihr es vorhabt, ob ihr Erfahrungen habt. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns nächsten Sonntag. Macht's gut!